Hallo, liebe Slime Rancher-Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Part, in welchem wir uns heute tatsächlich nicht mehr in der Early Access-Version von Slime Rancher befinden, sondern in der vollständigen, fertigen Version quasi. Was wir daran erkennen, dass erstens mal nirgendwo mehr Early Access steht, das ist eine Sache. Und dann ist unser Charakter, den wir ganz gespielt haben. Das fucking Beatrix, so sieht sie aus. Das ist nicht bezaubernd. Absolut bezaubernd. Ansonsten habe ich mich schlau gemacht. Ich würde jetzt gern alle relevanten Neuerungen, die es so gibt, auflisten, aber es sind tatsächlich nicht allzu viele. Also das hat sich jetzt im Vergleich zur Early Access Version und dieser Version nicht allzu viel geändert. Es gibt in der Glaswüste noch einen kleinen neuen Abschnitt, in welchem wir irgendwie ein paar von diesen Story-Notizen finden können, aber ansonsten... Und ich glaube, bei den Credits ist noch was anderes, wenn man irgendwie alles gefunden und das Spiel so weit durch hat. Es ist nicht allzu viel Neues. Allerdings kommen tatsächlich auch noch ein paar neue Features dazu. Eigentlich wird das noch dauern. Es gibt auf der Steam-Seite zum Beispiel... auf der Website von denen kann man das nachschauen, was sie noch alles geplant haben. Was noch alles kommen soll. Ah ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber nicht in dieser Version. In dieser Version kommt nicht mehr viel Neues. Wow, das ist so fucking aufregend, der MOP. Ich weiß, unglaublich. Außerdem... es gibt noch eine kleine andere Sache, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Nämlich, gibt es aktuell, ich glaube für diesen Monat, also diesen August, wird jetzt die ganze Zeit über, oh shit, neuer Bauplan verfügbar. Der butterkaramellfarbene Teleporter. Das klingt absolut widerlich. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Xbox One habt, könnt ihr diesen Monat das Spiel mit Xbox One Gold, also das Teil, mit dem man online spielen kann, vermutlich. Ist das Xbox One Gold? Der Xbox Gold? Ich vermute, ich hatte nie eine Xbox. Deswegen verzeiht mir. Da könnt ihr es auf jeden Fall gratis haben diesen Monat. Ich denke, das ist auch eine ganz nette Sache. Und da sind, glaube ich, alle Dinge, die man dazu anmerken kann. Oh, hey! Hier sehen wir wieder. Und wir haben ein bisschen was vor uns. Nämlich zum einen würde ich ganz gern meine Pokéfrüchte verfüttern. Ich drehe noch kurz eine Runde und verfüttere meine ganze Scheiße, die ich aktuell bei mir habe. Das ist ja die Sache, die ich machen will. Und die andere ist, dass wir auf jeden Fall ein Gehege für die Rank-Slimes finden müssen. Habt ihr Spaß mit der Ente? Ihr habt Spaß mit der Ente. Wir müssen Gehege für die Rank-Slimes finden. Denn... ich würde die ganz gerne irgendwo einziehen lassen. Ich habe mir sagen lassen, glaube ich zumindest, dass relativ ein bisschen kompliziert sein könnte, die zu halten. Also, das könnte relativ interessant werden. Also, halbwegs kompliziert, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wie auch immer, Gehege für die Rank-Slimes bauen wir direkt hier hin, würde ich einfach mal sagen, wenn wir schon mal da sind. Scheint mir ein guter Ort zu sein für noch ein Gehege. Hohe Wände, Musicbox, Fangnetz. Hab kein Geld mehr. Okay, Planänderung. Planänderung, wir gehen ein bisschen Shit verkaufen und dann kümmern wir uns doch mal darum. Wobei, wenn wir schon mal unterwegs sind... wenn wir schon mal unterwegs sind, kann ich eigentlich direkt nochmal rüber zu meinem Labor schauen. Und dort könnte ich dann unter Umständen... Minzmangos. Gib mir die süßen, süßen Minzmangos. Warum ist das ganze Zeug schon wieder fertig gewachsen hier? Es ist aktuell... So habe ich das Spiel nicht zurückgelassen. Ey, bin ich in das Spiel jetzt gerade zurückgekehrt, nur um zu sehen, dass überall alle Früchte da fertig sind und ich überall alles erstmal verfüttern muss und alles. Der war nicht der Plan. Auf jeden Fall können wir rüber ins Labor schauen und schauen, ob wir da nicht vielleicht noch ein paar von diesen Bohrern oder sowas bauen können. Denn wie ihr vielleicht noch wisst, gab es die ein oder anderen Rohstoffe, welche hilfreich sein könnten für uns unter Umständen. Fuck, habe ich da verkackt. Das war eine unschöne Situation. Und ich habe inzwischen auch erfahren... oh Gott. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Euch geht's gut soweit. Ah, den könnte man theoretisch alles verfüttern, damit das voller wird bei denen. Aber wir machen einfach mal Minzmangos. Gott, wer macht eigentlich von euch die Minzmangos? Es tut mir leid, wir kommen gerade überhaupt nicht voran. Deswegen habe ich bei den letzten paar Folgen dieses ganze Füttern immer eher... ich habe es außerhalb gemacht, weil ich viel warten musste. Aber es war keine verkehrte Entscheidung. Verdammte Scheiße. Denn wir kommen zu gar nichts, wenn ich so viel am Füttern bin. Und warum fresst ihr nichts? Da sind nicht mal so viele Herz rüber, ihr fresst sie trotzdem nicht. Auf jeden Fall wollte ich hier reinschauen. Und ein Bohrerbon oder sowas. Oder ein fortgeschrittenes Bienenhaus. Fuck, dafür fehlen mir Phosphorplots. Denn beim letzten Mal wollte ich fortgeschritten worden und habe neulich Bienenhäuser gebaut. Das war relativ unangenehm. Fortgeschrittene Pumpe könnten wir eine bauen. Sehr schön. Nur eine. Fortgeschrittener Bohrer können wir keinen bauen. Ist okay. Fortgeschrittene Pumpe. Pumpe müsste für dieses Gebiet hier gut gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir werden... Moment, wenn wir schon unterwegs sind... ich muss mich gerade reinfinden. Es tut mir leid, es ist wieder so viel auf einmal. Wir wollen Geld verdienen.
Wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin, okay? Und danach können wir eventuell noch einen Ausflug zur Glaswüste machen und so eine Scheiße. Ja, was ihr hier habt, ist überhaupt nichts wert. Entschuldigt mich, ich gehe woanders hin. Wir müssen Plots verkaufen. Dann können wir den Bohrer theoretisch aufstellen. Und wenn wir das soweit haben, können wir wieder zurück in die Glaswüste, glaube ich. Aber vorher muss ich noch... Ah ja, ich habe ja meine Silberrüben. Vorher muss ich noch meine Oka-Okas an mich nehmen. Fuck! So viel zu tun! Ach übrigens, wisst ihr, was auch eine Sache ist, welche ich relativ interessant finde, was im Spiel... Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Silberrüben am besten machen sollen. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug. Ich werde jetzt einfach Rüben in mein Sido reinpacken, weil wir aktuell keine Verwendung dafür haben. Und dann werden wir hier einfach am besten Rank... Shit, das ist Rank Plot und gar keine Frucht. Das wäre eine Frucht von denen, die vielleicht die Rank Slimes mögen. Ah, das ist so ein Plot. Packen sie trotzdem da drüben rein. Was ich eigentlich sagen wollte... Es soll später noch, es ist noch geplant, dass später in dem Spiel, das ist eine Sache, was mich auch wundert, warum das nicht direkt mit zum Release jetzt gekommen ist. Aber es soll irgendwann mal noch einen Spielmodus geben, in welchem es keine Terslimes gibt. Das heißt, das ist dann der super easy, es kann absolut nichts passieren im Spannungsmodus. Da habe ich gestern gelesen auf der Website, ich dachte mir, das ist eine nette Idee, deswegen muss ich es mit euch teilen. Und so viel dazu. Ich hoffe jetzt einfach mal ein paar liebliche Derwish-Plots. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen Geld bekommen. Um genau zu sein, hoffen wir, dass wir damit genug Geld bekommen, um unsere Rank-Slimes und das Gehege fertig aufzustocken. Und ich würde mal behaupten, dafür sollten wir genug bekommen. Ansonsten würde ich ganz gerne noch schauen, ob wir hier nicht noch was Neues kaufen können. Ich habe mir sagen lassen, dass es noch ein Upgrade... Naja, haben wir nicht. Ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwie noch ein besseres Tank-Upgrade gibt. Welches, sonst... Oh, da bekommt man das hier, glaube ich, sogar. Ich habe keine Ahnung. Es gibt irgendwie auf jeden Fall noch ein Tank-Upgrade, das einem ermöglicht, dass man dafür... Oh, fuck. Die Derwish-Plots sind fast nichts mehr wert. Damit man 100 Sachen von allen mitnehmen kann. Oh, das scheint mir relativ fancy zu sein. Außerdem, was wir heute auch noch machen müssen, es gibt ja noch eine Slime-Art, die wir noch gar nicht gesehen haben. Nämlich die hier. Diese komischen Glas-Slimes. Das heißt, die sollten wir auf jeden Fall auch noch versuchen aufzusuchen. Oh, wenn wir schon mal hier sind. Okay, gib mir die ganze Scheiße. Gib mir die ganze Scheiße. Hier wächst so viel! Kennt ihr das Problem, wenn ihr ein botanisches Wunderland seid und alles voll ist mit verschiedenen Gemüse- und Fruchtsorten und ihr nicht mehr mit dem Ernten hinterherkommt? Ja, ich auch nicht. Das ist schrecklich. Das ist ein großes Problem. So, hier wächst doch alles. Wundervoll. 14 verzwickte Zwiebeln. Ich bin immer noch nicht begeistert davon, von den verzwickten Zwiebeln. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie relativ, ungefähr bisher das undankbarste, die undankbarste Nahrungsquelle sind. Beziehungsweise diese beiden hier, Kristall und Jäger, Slimes, die sind die undankbarsten Esser überhaupt. Meine Lieblingsspeisen sind zum einen Gurke und zum anderen fucking verzwickte Zwiebeln. Das ist beides schrecklich aufzutreiben. Insofern, ich bin nicht begeistert. Fangnetz, Plot-Sammler. Und ein Futterautomat. So, und dann, bevor wir weitermachen, möchte ich noch ganz gerne lesen. Was über Rank Slimes zu wissen gab. Ich weiß nicht, tut mir leid, wenn wir schon vorgelesen haben, aber ich habe es wieder vergessen. Fleisch, bemaltes Huhn. Ah ja, bemaltes Huhn mochtest du. Obwohl Rank Slime unschuldig aussehen, mag mit seinem breiten Lächeln, bla 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 bla. Rancher-Risiken. Der Rank Slime kann auf der Ranch ziemlich anstrengend sein. Ugh. Wenn er nicht zu jeder Zeit gut gefüttert ist. Das trifft doch auf alle zu, oder? Nicht nur können Rank Slimes mit ihren Ranken unterirdisch tunneln, um sich Futter und Plots von außerhalb ihres Geheges zu schnappen. Blume für im Kopf kann auch einige... Oh, sie können sich durchbuddeln, wenn sie nicht gesättigt sind. Das heißt, sie können sich hier theoretisch irgendwo durchbuddeln. Und da rauskommen, andere Plots fressen. Dann ist hier alles voll mit Tears. Okay. Gehen wir das Risiko ein. Ich gehe euch gleich was zum Essen holen, okay? Oh Gott. Es wird schrecklich ausgehen. Moment. Moment, wollte ich euch nicht mit... Wollte ich euch nicht sowieso mit denen hier kreuzen? Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eins zu viel. Wie auch immer, wir kreuzen sie einfach damit. 2, 3, 4, 5. Ja, schaut euch die gelben Blumen an. Wie prachtvoll! Und gleichzeitig möchte ich jetzt... Ah, oh, shit. Es mögt ihr bemalte Hühner und diese fucking Phasenzitronen. Es ist beides schrecklich aufzutreiben. Aber wenn wir schon mal da sind. Und beim Thema schrecklich aufzutreiben. Gib mir die Plots. Dankeschön. So kann ich wieder ein bisschen Shit verkaufen. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall direkt bemalte Hühner mitnehmen. Damit meine Slimes immer gut ernährt sind. Sie werden nämlich scheißwütend und buddeln sich aus ihrem Gehege raus. War es eine gute Idee, sie mit den Phasen-Slimes zu... Wie hießen die?
Nehmen wir den Quantenslimes. Wenn die Quantenslimes zu kreuzen, welche sich ebenfalls aus dem Gehege verziehen können. Wahrscheinlich nicht, aber dafür ist es jetzt zu spät, wie mir scheint. Dafür ist es jetzt zu... Oh Gott, zu spät. Entschuldigung. Gib mir meine Silberwurzel wieder. War das nicht 15? Oh, da oben ist eine. Silberwurzel. Dankeschön. Wer mag eigentlich die Silberwurzel? Haben wir das schon geklärt? Silberwurzel. Silberwurzel. Mosaik-Slime. Oh, okay. Mosaik-Slime sind halt die letzten, die uns noch fehlen. Gut, das heißt, wir können eigentlich theoretisch noch weiter unsere Silberwurzeln anbauen. Er spricht eigentlich nicht allzu viel dagegen. Und wir wollen natürlich hier ein paar bemalte Hühner mitnehmen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ja, wir werden uns gleich wieder auf den Weg auf eine kleine Erkundungstour machen. Zurück in die Glaswüste. Ich muss nur ein bisschen hier alles wieder managen. Ihr versteht schon. Manchmal muss man sich eben um so ein Schwachsinn kümmern, okay? Das ist manchmal nötig. Das erinnert mich aber auch gerade daran, dass wir eigentlich da oben beide Hühnergehege jetzt voll mit bemalten Hühnern machen können. Und denn mir ist gerade so aufgefallen. Habe ich nicht irgendwo hier bemalte Hühner drin gehabt? Ist mir gerade auffallen, dass wir gar keine Verwendung mehr für die Steinhühner da haben. Ich hatte hier doch irgendwo bemalte Hühner, oder nicht? Nein, 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 nein. Aber wenn wir schon mal hier sind, was brauche ich denn nochmal zum Anpflanzen? Irgendwas war doch da alle. Ah ja, Minzmangos. Aber wir haben... Oh nein, ich habe keine Minzmangos. Oh nein. Nein, ich glaube, ich habe keine Minzmangos mehr. Shit. Shit, ich brauche Minzmangos. Ich muss sie anpflanzen. Okay, und bemalte Hühner haben wir so gut wie gar keine. Machen wir uns nichts vor an der Stelle. Ja, das ist Trauerspiel. Ist schrecklich. Nehmen wir ein paar, nehmen wir einfach mal alle Steinhühner hier mit. Und packen die erstmal zurück ins Gehege. Habt ihr noch... Ihr habt nicht mal mehr einen Hahn hier drin, kann das sein? Shit, sie haben keinen Gogockel mehr. Und hier drüben haben wir auch nur einen. Ne, hier haben wir zwei. Komm mit. Geh rüber, Gogockel. Okay, das, wenn ihr auf einmal keinen Gogockel mehr habt. Das ist relativ unangenehm. Du geh da rein. Du geh da drüben rein. Dann geben wir jetzt gleich Cheep Cheep. Oh, bemaltes Küken. Hatten wir bisher noch gleich. Und ihr geht auch hier rein. Sehr schön. Das sollte sie erstmal beschäftigen für ein, zwei Minuten. Okay. Also entschuldige mich, ich muss noch eine Minzmango mitnehmen, damit wir die wieder einpflanzen können. Damit ich nicht wieder komplett neu welche suchen muss. Und darauf hätte ich nicht allzu viel Lust. Minzmango? Nehmen wir zwei, was auch immer. Mir fällt gerade auf, dass es sehr viel sinnvoller gewesen wäre, wenn ich ihnen einfach reguläre Hühner... Oh fuck. Oh shit, sie sucht nach Nahrung. Oh, okay, wenn ich ihnen einfach normale Hühner geben würde. Die Steinhühner vielleicht einlagern, aber wie auch immer. Machen wir das einfach. Ja, die geilen Plots. Das ist der Shit, wenn ich hier bin. Und ihr habt viel Spaß mit eurem Bällchen. Wir werden später noch andere auftreiben. Das wird alles. Könnt ihr zusammen natürlich noch mal ein bisschen Spielzeug noch bauen? Ja, wir haben noch einiges vor uns im Spiel, liebe Leute. Aber ich würde sagen, ich pflanze jetzt noch mal eben eine verzwickte Zwiebel an. Denn da wächst keine mehr. Dann lasse ich den restlichen Tag überspringen. Nein, nein, dann gehe ich schnell raus und baue mir noch so die Pumpe an. Dann lassen wir den restlichen Tag überspringen und gehen dann morgen wieder zurück in die Glaswüste. Warum ist hier noch alles voll mit den Poro-Früchten? Ah ja, Moment, hier habe ich ja da hingeworfen. Ich erinnere mich. So, fortgeschrittene Pumpe. Wir haben zwei. Ich habe zwei fortgeschrittene Pumpen. Okay. Das sollte uns ein Stück weit weiterhelfen. Sehr schön. Ja, sollten wir da ein bisschen was abholen können. Gut. Lassen wir die Zeit trotzdem vergehen bis morgen. Und kümmern uns dann um den ganzen anderen Schrott. Hallo, ihr bemalten Hühner. Geht mir aus dem Weg. Ah, und hier sieht man sie auch nochmal. Das ist so die Hauptneuerung von der Vollversion von Slime Rancher. Man kann die Spielfigur tatsächlich mal sehen. Unglaublich. Ey, weiß nicht ganz, was ich von ihren türkisen Haaren halten soll, um das mal so in den Raum zu werfen. Ey, bin ich der größte Fan davon, aber das ist vollkommen okay. Was will ich da bekommen? Ein Mosaikplort. Ha, damit könnte ich mir theoretisch dann so ein Mosaik-Slime schon machen, obwohl wir die noch gar nicht gefunden haben. Aber das wollen wir nicht. Nein, stattdessen gehen wir rüber in die Glaswüste. Und übrigens, nein, alle Leute, die mir gesagt haben, oh, aber der Teleporter gemacht, das war vollkommen unnötig. Das ist die dümmste Argumentation, die ich bisher wahrscheinlich bei Slime Rancher gelesen habe. Und Leute haben mir eine Menge Schwachsinn erzählt. Das ist ein Teleporter, mit dem ich hin und zurück kann. Der andere Teleporter, der hat mich nur zurück in mein Lager gebracht. Also, der scheint mir ziemlich nützlich zu sein, tatsächlich.
Der war es absolut wert, der Teleporter. Sonst wäre ich hier kein Stück weitergekommen. Warum ist hier jetzt voll mit normalen Hühnern? Ich meine, Hühnern. Wie auch immer. So, das müssten... Das sind diese Rank-Slimes, glaube ich. Ah ja, warte mal. Stimmt, ich wollte hier verschiedene Plots mitnehmen. Dafür waren wir hier. Okay, wir brauchen einen Rank-Plot. Was sehen wir denn noch? Was sehen wir denn sonst noch alles? Ein Rank-Plot. Ein... Ich glaube, das ist erstmal, dass wir tagsüber hier sind in der Glaswüste, kann das sein. Das sieht ganz nett aus. Ein Rank-Plot. Ein paar bunte Hühner. Gib mir die bemalten Hühner. Die sind wertvoll für mich. Davon haben wir nämlich nicht viele. Euch kennen wir schon. Ihr seid fucking Felslimes. An euch habe ich kein Interesse. Au. Tut mir leid. War nicht so gemeint. War nicht so gemeint. Sie haben ihre Kräfte einfach nicht unter Kontrolle. Und ihre Kräfte sind gewaltig. So, hier kann ich nirgendwo einen Plot reinschießen. Warte mal, waren wir beim letzten Mal schon mal? Was ist neu dazugekommen? Oh nein, es geht wieder los. Lauf! Das Feuer schlägt ein. Hier bräuchte man auch einen Slime-Schlüssel. Ja, da fällt mir ein. Ich könnte eigentlich auch mal alle Hühner, die ich so sehe, mitnehmen, denn... Nein, Huhn! Komm zu mir hoch! Mir fällt gerade wieder ein. Wir hatten... Felsslime. Okay, Rank und Felsplot. Also, was, wir werden die einfach mal mitnehmen. Und die... Oh, und hier unten ist nochmal so ein Brunnen. Da wurde ich mir auch ungefähr 30 Mal gespoilert, was ich da machen muss. Alles Gute ist, dass ich es wieder vergessen habe. Deswegen, gute Teile. Warum nehme ich die fucking Hühner mit? Mein Gedankengang war, dass ich die einfach dann, dem einen Knall-Lago verfüttern kann. Aber da will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hingehen. Das heißt, das ist eigentlich eine schreckliche Idee. Oh shit, hier ist das Feuer wieder überall. Hallo Feuer, lass dich von mir nicht stören. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich bin nur auf der Durchreise. Und ich suche nach kleinen Köpfen, in welche ich meine Plots reinsetzen kann. Da ist noch eine Tür. Da ist Pokey. Oh, und ein bemaltes Huhn. Gib mir die Scheiße. Das will ich definitiv haben. Mir fällt aber gerade auf. Du mochtest Fleisch. Was, wenn ich dir das einfach geben würde? Fällt nämlich auf für die Fels- und Rank-Slimes. Wir müssen dafür nicht mal nach Hause gehen. Wir können uns hier auch einfach umschauen. Und ihnen hier einfach was zu fressen geben. Steinhuhn? Das ist ein Hühnerparadies in der Wüste. Wer hätte das für möglich gehalten? Ey, nicht. Warum war da überhaupt ein Rank-Slime unterwegs? Fällt gerade auf, dass die auch eigentlich gar nicht so unterwegs sein sollten. Ha. Was mochtet ihr als Nahrung? Gemüse. Wir hätten auch hier irgendwo Herzfrüchte. Das bemaltes Huhn. Wisst ihr was? Ist okay, nehmen wir auch mit. Das sind Farbflecken bei den Nestern von den bemalten Hühnern. Das ist schon fast ein bisschen interessant. So, hier hätten wir die Herzrüben. Wusste ich doch, dass wir welche haben. Friss! Und... Ihr fresst auch, was auch immer. Ihr macht das schon. Das heißt, die ersten paar von diesen Statuen, mit denen sollten wir auf jeden Fall schon interagieren können. Und eventuell... Ja, ist ja gut! Ist ja gut, ich gehe ja schon. Eventuell können wir dem anderen Rank-Slime noch ein bisschen was zu fressen geben. Damit er uns eventuell noch einen weiteren Plot gibt. Da hätte ich nämlich absolut nichts dagegen. Ich habe nämlich keine Lust dafür, jetzt nach Hause extra gehen zu müssen. Ich glaube, ich habe den Rank-Slime aus den Augen verloren, oder? Vielleicht wird da oben noch welche. Wahrscheinlich aber nicht. Wisst ihr was? Das macht mein Leben sogar noch einfacher. Erinnert mich wieder daran, dass Sachen in Slime Ranch in der Regel immer nicht despawnen. Was auch immer relativ interessant ist. Ich meine, das ist unglaublich hilfreich, dass man... Ich habe noch nie gesehen. Ach, das ist das, wovor ich also auch gewarnt wurde. Dass sie so einen riesigen Tornado machen können. Die Dervish Slimes. Das ist ziemlich beeindruckend. Was, wenn wir reingehen? Ja. Das ist wahrscheinlich vorteilhaft, wenn der durch meine Ranch sich durchbewegen würde, aber... Keine Ahnung. Hoffen wir einfach, dass wir es nicht erleben werden. Da könnte ich nämlich durchaus drauf verzichten. So, fuck, wo waren jetzt die... Au, die Statuen. Da oben war eine und hier ist eine. Piu! Yeah. Singt, ihr Slimes, singt! Und... Muss doch irgendwo noch eine dritte sein, oder? Da waren doch noch nicht alle. Da waren doch noch nicht alle. Erzähl mir nichts. Da waren doch noch nicht alle. Also wir suchen jetzt nach der dritten Statue und dann hoffen wir, dass irgendwas passiert.
Entweder kommen die Rank-Slimes aus dem Boden oder bei dem Brunnen unten passiert irgendwas. Haben die davor schon so geglitzert? Alles sehr mysteriös, wenn ihr mich fragt. Ja, was ist die Weghuhn? Okay, hier unten haben wir... Oh, okay. Zwei von den drei Teilen leuchten jetzt hier unten. Okay, es hängt also wirklich zusammen. Es bedeutet, uns fehlt noch ein dritter Kopf. Wo ist der dritte Kopf? Oh, man kann da noch weiter nach oben. Moment. Ich glaube, ich weiß, wo er sein könnte. Die Frage ist aber nur, wie komme ich da am besten nach oben? So, komm schon. Schon. Okay. Kopf. Der ist doch hier oben irgendwo. Der zählt mir noch nichts. Das ist eine Kiste. Cool. Das war ja hilfreich. Wo ist der Kopf? Fuck. Ich glaube nicht, dass ich dafür die eine Tür mit dem Slime-Schlüssel öffnen muss. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Hä? Wo ist der dritte Kopf? Ey, ich finde ihn nicht. Und das Gebiet hier ist überschaubar groß. Oh, ich habe ihn gefunden. Cool. Ja! Yeah! Es war doch gar nicht so anspruchsvoll. Was haben wir jetzt hier unten bekommen? Oh mein Gott! Regenbogenflüssigkeit! Schau euch die Scheiße an! Ist wunderschön. Oh, jetzt haben wir für begrenzte Zeit Regenbogenwasser. Okay, das heißt mit dem, wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir doch jetzt rüber zu den Fuckteilen hier gehen, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so unglaublich cool gerade. Und da kommt man Slimes raus. Okay. Das ist ziemlich cool, das gefällt mir. Oh, hier wird jetzt alles... Du bist neu. Ich habe keinen Platz für dich. Weg, du Hühner! Komm zu mir. Mosaik-Slime, er Doppelpunkt reiht uns an. Doppelpunkt reiht mich nie so scheiß von der Seite an. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Das ist alles wunderschön geworden. Und ihr hört auf, euch alle untereinander zu kreuzen, sonst holt ihr nur wieder die Tears. Das ist Slime-Art, die wir nicht hier haben wollen. Das ist unglaublich cool, ihr verdammte Scheiße. Du, komm mit. Wir wollen noch mehr Mosaik-Slimes, wenn wir welche sehen. Okay, ich werde einfach mal sagen. Wir nehmen noch den Mosaik-Slime mit. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt rüber und suchen nach den anderen drei Statuen, in welche ich noch meine Plots reinpacken kann. Oh, und hier haben wir noch so ein Teil. Moment, lass mich erstmal noch Wasser holen. Ich denke, in 30 Sekunden sollte ich es von da unten bis nach oben schaffen. Aus dem Weg, Jungs! Ich habe gesagt, aus dem Weg! Scheiße, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Gib mir Regenbogenwasser. Yeah! Und los geht's! Wir werden die Glaswüste zu einer fruchtbaren Gegend machen, sage ich euch. Es wird wunderschön werden. Euch werden die Worte fehlen. Oh, dann ist noch eins. Dann ist noch eins. Yes! Komm schon, ich will noch mehr Leben in diese Gegend einhauchen. Mehr Leben! Ja, ich glaube, mir geht die Zeit aus. Schaut es euch an. Schaut es euch an, wie cool die Scheiße ist. Eigentlich sind das zu viele verschiedene Slime-Arten auf einem Haufen. Das schreit geradezu danach, schief zu gehen. Hallo, was kannst du eigentlich machen? Kleiner Mosaik-Slime. Sehr stabil. Für einen Slime. Sehr stabil. Oh, shit. Haben wir was zum Fressen? Ich war nicht drauf vorbereitet und ich hatte nichts da und ich hatte Angst, dass... Hallo, geh weg. Und ich hatte Angst, dass, Airport, wenn ich mich bewege. Aber er ist dann so oder so abgehauen. Unangenehm. Aber okay. Wie gesagt, suchen wir nach den anderen Köpfen. Denn das, läuft soweit ziemlich gut hier gerade. Hier oben ist noch eins. Okay, wisst ihr was? Da werden wir noch hochgehen. Das müsste ich noch schaffen mit dem Wasser von da unten. Vorausgesetzt, ich finde nochmal den Weg nach unten. War das hier oder da? Es war da. Es war eindeutig unter dieser Regenbogen-Kuppel. Geh mir aus dem Weg. Haltet euch von dem Brunnen fern. Den brauche ich noch. Okay, jetzt sollten wir uns beeilen. Denn der Weg ist tatsächlich relativ weit. Und ich weiß nicht mehr zu 100%, wo ich hin muss. Außerdem, es soll übrigens, ich glaube, es soll auch eine Minimap für das Spiel geben. Ich weiß gar nicht, ob die... Wurde die vielleicht jetzt schon eingeführt mit
Ich glaube, die wurde noch gar nicht in der Version hier mit eingeführt. Ich glaube, die kommt erst später. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall auch kommen soll. Was ich für eine sehr, sehr willkommene Sache erhalte. Denn ich habe das erstmal gesagt, dass ich eine Minimap haben will. Wachst, ihr Palmen! Wachst! Ja! Und willkommen noch mehr Slimes. Das ist ja schön. Immer aus dem Weg, die Freaks. Gut. Wie gesagt, andere Statuen. Suchen wir nach denen. Und da ist Nummer 1. Ich wollte gerade schon anfangen zu sagen, dass ich nicht der Typ sein will, der sich über sowas beschwert oder so, aber ich finde die nicht, denn ich war sehr, sehr lang unterwegs. Ihr wahrscheinlich an der Zeit oben links der Ecke sehen könnt. Ich habe sehr lang gesucht. Okay, da ist Nummer 2. Ich habe zu lang gesucht. Und jetzt fehlt Nummer 3. Oh nein! Nicht mehr die problematische 3. Oh nein, ich war doch gerade erst fertig mit dem Suchen von den ersten beiden. Shit, wo ist das dritte? In der Gegend wahrscheinlich irgendwo, oder? Ich meine, so viele Möglichkeiten kann es ja doch gar nicht geben. Und wo kann ich hier überhaupt runter zu... Was? Versteckt sich da was? Oh, blaue Schatzkapsel, versteckt sich tatsächlich was. Wo kann ich hier überhaupt dann runter zu dem Regenbogenwasser? Den Weg sollte ich vielleicht auch noch ausfindig machen. Wir haben ja noch ein paar Probleme. Und die Probleme wurden soeben noch ein bisschen mehr. Ich will nicht der Typ sein, der sich darüber beschwert, aber ich habe das Gefühl, es wird Feuer vom Himmel regnen. Und ich bin nicht der größte Fan von Feuerregen. Überraschenderweise. Shit, wo ist die dritte Statue? Oh, warte mal, kann ich da nicht theoretisch zu der Ruine nach oben? Könnte das vielleicht der richtige Weg sein? Würde ich doch ganz gerne herausfinden. Leite ich auf, Ausdauer, was auch immer. Ja, shit. Gehen wir da hoch. Schon. Oh, es fehlt ein Stück. Fuck! Es fehlt ein Stück. Okay, ich habe eine Idee, wo wir vielleicht hin müssen. Nämlich hier hoch und sehe das Ruinenteil da. Ist da vielleicht irgendwas? Oder ist das einfach nur... Sag mir bitte nicht, dass das einfach nur nichts ist. Ich glaube, es ist einfach nur nichts. Warum ist hier oben eine Ruine, die voll mit nichts ist? Aber aussieht, als ob da mehr wäre. Ist doch bescheuert. Es geht aber noch weiter. Warte, da ist was. Das ist der Brunnen hier oben. Okay. Der ist tatsächlich hier oben. Oh. Das ist interessant. Hat der rote Augen? Nee, ist nur sein Mund. Er freut sich. Okay, wir haben ja einen großen Derwisch-Slime. Beziehungsweise ein Lago oder Gordo? Gordos waren das. Ich verwechsel Gordo und Lago immer. Es tut mir leid. Das ist wohl eine Sache, die sich nicht mehr ändern wird. So, da war der eine. Fuck, es fehlt doch einer von... Oh, ich habe ihn gefunden. So, jetzt stehe ich nur vor einer Problematik. Und die ist... Ich werde hier öfter als einmal hochgehen müssen. Der Weg nach hier oben ist ziemlich beschwerlich und weit und... Fuck. Was mochtet ihr denn eigentlich nochmal am liebsten? Derwish Slimes? Pieksbirne? Wir haben noch gar keine Pieksbirne gefunden bisher. Können wir mal darüber reden? Wo kommen Pieksbirnen her? Wie auch immer. Nehmen wir Regenbogenwasser an uns. Und los geht's. Fuck, ich sehe nichts. Oh nein, da doch, da ist was. Okay. Okay, 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 okay. Phew, okay. Das war absolut keine verschwendete Zeit soweit. Das ist alles, es könnte kaum besser laufen. Mein Gott, die Zeit ist so gut wie abgelaufen. Ich habe das Wasser sowas von verkackt. Oh nein, lass mich wenigstens das hier drüben noch. Dankeschön. Ach, wächst da vielleicht irgendwo eine Pieksbirne? Könnte das sein? Dass sie vielleicht irgendwo an diesen Oasen wachsen? Apropos, hier kann man nicht irgendwie an das Regenbogenwasser kommen, oder? Nee, hier gibt es scheinbar wirklich nur reguläres. Ich muss da wirklich nochmal hoch. Unangenehm. Okay, entweder ich übersehe was, oder es gibt wirklich keinen guten Weg hier nach oben. Wie auch immer.
suchen wir irgendwo noch nach ein paar von diesen lieblichen Pflänzchen. Denn ich weiß, dass da noch ein paar gab, die wir jetzt noch nicht haben soweit. Und ich glaube, der Weg, den wir dafür gehen, ist am besten hier einfach entlang. Auf der anderen Seite waren auch noch welche, oder? Da sind welche, okay. Sehr schön. Fuck, das ist ein Haar. Nein! Doch, da ist was, okay. Okay, fuck. Ich dachte, ich wäre vollkommen falsch, aber ich war nur ein bisschen falsch. Nur ein ganz kleines bisschen. Haben wir sonst noch irgendwo eine? Komm schon. Nein, nur noch 5 Sekunden! Das läuft aktuell einfach nicht so gut. Und da hat jemand einen riesigen Tornado losgelassen. Das ist auch nicht das Hilfreichste für mich. Fuck. Kann ich jetzt vielleicht irgendwo eine Pieksbirne herbekommen? Das wüsste ich doch auch sehr zu schätzen. Ich schaue rüber zu den anderen Oasen, ob da vielleicht irgendwo eine ist. Ach, sind da welche dran? Nein. Sieht doch so aus, als ob hier irgendwo Pieksbirne... Da sind welche. Diese Frucht weiß, wie man sich wehrt. Haltet euch fern von den Pieksbirnen, Kinder. Haltet euch fern von ihnen. Die sind aggressiv und böse und gemein. Oh Mann, so viele Derwisch-Slimes. Das hat sich ja gelohnt. Gehen wir einfach wieder zurück. Gehen wir einfach wieder zurück. Ich will sagen, das war soweit ein ziemlich erfolgreicher Ausflug in die Glaswüste. Wir haben die Oase entdeckt und eine Pieksbirne und eine neue Slime-Art. Das ist halt echt ziemlich gut. Und uns fehlen noch ein paar von diesen Blütenteilen, aus welchen wir Oasen wachsen lassen können. Aber das ist okay. Vielleicht werde ich die noch finden, aber wahrscheinlich nicht. Machen wir uns nichts vor. Hallo, Musexlam. Was ist das? Ist einfach nur Leuchti. Ist einfach nur Leuchti, okay. Halten wir uns fern von einfach nur Leuchti. Und ich höre doch den Katzenslime. Ich höre ihn doch. Da. Nimm dies. Kommst du wieder? Du kommst wieder. Ich sehe dich doch. Fuck! Ihr wollt ihm noch das andere Huhn geben, aber okay. Aber okay, gehen wir erstmal zurück. Und machen direkt das erste Gehege. Ihr wisst ja, wir machen nicht das erste Gehege für die neuen Slimes auf. Wir packen die noch hier rein, die Derwisch-Teile, die nichts mehr wert sind. Und dann würde ich fast behaupten, wir verabschieden uns mal von den Pogo-Früchten, weil die keinen Arsch mehr braucht. Und stattdessen werden wir ein paar Pieksbären hier anbauen. Und eventuell noch Oka-Okas. Oka-Oka. Und Herzrück wächst noch. Wundervoll. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, das war soweit mit diesem Part von Slime Rancher. Wir haben ein bisschen was geschafft. Wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part von Slime Rancher. Dann wird es nicht mal ästhetisch. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.